Diesbar, so heißt ein kleiner Weinbauort in der Nähe von Meißen. Der Dampfer Diesbar wurde im Jahr 1884 gebaut. Wesentlich älter ist sein Herz, die Dampfmaschine. Die Kurbelwelle trägt die Gravur Krupp bei Essen 1853. Doch Günter Brachmann glaubt, die Ursprünge des Maschinenrahmens bis ins Jahr 1841 zurückverfolgen zu können. Wenn später gegen 9 Uhr die ersten Passagiere an Deck gehen, haben der Maschinist und der Heizer bereits einige Stunden der Vorbereitung von Kessel und Maschine auf dem Schiff hinter sich. Der Heizer kehrt die Rauchrohre, der Maschinist kontrolliert das Schaufelrad. Der Heizer muss die beiden Feuerungen so auf Temperatur bringen, dass die Maschine beim Losdampfen vom Terrassenufer möglichst wenig qualmt. Während Günter Brachmann das Hauptdampfventil aufdreht, füllt Jürgen Ulbrich, der Heizer, unten am Kessel das Wasser auf. Eine alte Zeichnung macht deutlich, wie die Maschine funktioniert. Zwei Dampfzylinder wirken direkt auf die Kurbelwelle mit den Schaufelrädern. Der Dampf drückt den linken Kolben nach oben. Die Welle macht eine Viertelumdrehung. Dampf strömt in den rechten Zylinder, drückt den Kolben nach unten. Das gleiche im linken Zylinder. Dampf von unten im rechten Zylinder. Die Welle und damit das Schaufelrad hat jetzt eine Umdrehung gemacht. Noch steht die Maschine. Langsam steigt der Dampfdruck. Werden es viele Passagiere sein, die bei diesem Wetter die Fahrt vom Dresdner Terrassenufer in die sächsische Schweiz wagen? Noch eine halbe Stunde bis zur Abfahrt. Für Günter Brachmann ist es an der Zeit, dem eisernen Ungetüm auf die Beine zu helfen. Anwärmen heißt diese Phase im Fachjargon. Eine Dampfmaschine ist ein sehr sensibles Wesen. Mit Einschalten und Losfahren geht da gar nichts. Doch behandelt der Maschinist seine Maschine mit dem entsprechenden Einfühlungsvermögen, dankt sie es ihm, indem sie willig seinen Befehlen folgt. Und das seit 1,5 Jahrhunderten. Beide Zylinder können unabhängig voneinander gesteuert werden. Die langen Umsteuerhebel lassen den Dampf entweder von oben oder von unten auf den Zylinder strömen. Mit den kurzen Regulatorhebeln steuert der Maschinist die Menge des Dampfes. So dreht sich die Maschine langsam im Stand, bis alle Teile eine gleichmäßige Betriebstemperatur erreichen. Günter Brachmann klingt die sogenannten Schaffierhebel ein. Die Maschine steuert sich jetzt selbsttätig.